wirklich entspannt und erholt und kann dann den Tag wunderbar begeistert wieder anfangen. Also ich habe das nicht. Ich fühle mich dann immer ziemlich gerädert, wenn ich sowas machen würde noch. Ja, müde, träge, faul und deprimiert. Ja, weil du ja dauernd diesen Glücksschub brauchst, Dopamin und so ein Kram und die ganzen euphorischen Dinge, die entstehen, wenn wir uns Fastfood-Zuckerkram reinschieben. Ja, übelste Sache. Ja, sagt ja auch keiner, was da so drauf steht, die Übersetzung davon, ne? Ja, wie bei den Medikamenten, immer aufpassen, ne? Da steht nicht in Wörtern drauf, das Ding macht impotent oder irgendwie sowas, an die Männer gerichtet, ja, oder das vermindert die Lust. Hey, meine Freunde vom YouTube-Format, der Podcast-Format hat schon kleinen Einklang bekommen und heute geht es um die guten Vorsätze, ja, die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Und die meisten Menschen haben ja schon im alten Jahr Schwierigkeiten, ja, Dinge vom Vorjahr aufgearbeitet zu haben und sind frustriert, dass sie ihre guten Vorsätze ja doch irgendwie wieder verloren haben. Warum ist das der Fall? Ne, es gibt eine Statistik, die besagt, dass die guten Vorsätze von den befragten Menschen da ja ziemlich schnell wieder fallen gelassen worden sind. Und da haben fast 40% der Teilnehmenden ja im neuen Jahr bereits nach einem Monat ihre guten Vorsätze wieder abgebrochen. Und da kann man sich doch an den Kopf fassen und sich überlegen, bin ich einer von diesen, die immer sagen, ja, ich habe mir da einen Vorsatz gesetzt, ich habe mir versprochen, ich habe gesagt, zum neuen Jahr werde ich dieses und jenes schaffen. Und dann bin ich einer der ersten, die das Handtuch werfen. Nee, dann ist gut. Dann hast du wohl anscheinend sehr, sehr viel Umsetzungskraft. 27% dieser Teilnehmer gaben an, dass sie ihre Vorsätze, ja, nicht mehr als 2 Monate durchgezogen haben. Und nur 20% sagten, dass sie keine guten Vorsätze brechen. Die Verbleibenden, da sagen wir hier 14%, ja, das Ding ist, die hatten sich quasi keine Vorsätze gemacht. Und die Frage ist ja, ist es jetzt besser, sich Vorsätze zu machen oder nicht? Ich glaube, wir sollten hier ganz grundlegend woanders anfangen, und zwar an unserer inneren Einstellung. Wenn wir in unserer inneren Einstellung schon morgens den Tag beginnen und sagen, hey, heute wird ein guter Tag, ich schenke den Menschen ein Lächeln, ich bringe die Menschen zum Lächeln, ich wachse über mich hinaus, dann hast du eine ganz andere Grundeinstellung, oder meine Freunde, für dein Leben, für den Tag, für deine Motivation, für die Umsetzung. Dann brauchst du dir doch nicht irgendwelche halb gelaschten, ja, Versprechen für die Zukunft zu geben, sondern du kannst dir sagen, ich mache das heute so, ich ziehe das durch, ich mache dieses und jenes. Und so komme ich in die Umsetzung. Ich habe geplant. Denn ein Vorsatz, ich habe vorsätzlich etwas begangen, ist ja fast schon ein Verbrechen, oder? Ich habe unter Vorsatz gehandelt. Ganz bewusst habe ich diesen Vorsatz gebrochen. In dem Sinne, weil ich ja schon vorher es nicht ernst gemeint habe. Und ich habe den Wert in mir drin, dass ich so ziemlich alles. Ja, Ausnahmen gibt es immer. Wenn ich einen Spaß mache, ist natürlich nicht ernst. Aber wenn ich etwas unter sehr, sehr großen Emotionen und Gefühl und ja, Visionen ausspreche, dann setze ich es zumal auch sehr, sehr schnell und ja, schön um. Die Frage ist, wo setzen wir unsere Energie ein? Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich künstlerisch aktiv bin, kreativ, seht ihr auch in Beiträgen und in den verschiedenen Formaten, ob bei YouTube, im Podcast oder bei Shorts oder bei Instagram oder was weiß ich, was es noch alles für Plattformen gibt, wo man kreativ sein kann. Aber ich meine, ich arbeite gerne mit Holz, ja, mit Beton, mit Stahl, mit anderen Materialien und mache etwas Künstlerisches daraus. Ich schaue mir, was kann ich hier verbinden, um etwas Praktisches mit etwas Schönem, ja, zu kreieren. Was habe ich zu Weihnachten schnell kredenzt? Ich habe aus alten Paletten, ja, habe ich 2 sehr, sehr pragmatische, sehr, sehr interessante Brettchen geformt, die zusammengehören. Und in diese zusammengestellten Brettchen, dem ich einen leicht schönen Schliff am Rand verpasst habe, stand eingebrandet zusammen. Und wenn man sie auseinanderzog, sah man den Schriftzug nur als gekritzelte die Kraxel. Aber wenn man zusammenschob, richtig hinsetzte, sah man das Wort zusammen. Und zusammen kann ja so vieles bedeuten. Nur die Brettchen zusammen
oder in der Partnerschaft zusammen, in der Familie zusammen, Zusammenhalt, zusammensitzen, zusammen Spaß haben, zusammen Ideen kreieren und umsetzen. Und so können wir die guten Vorsätze doch einmal transformieren und sagen, hey Leute, ja, ich brauche keine guten Vorsätze, weil ich bin schon immer gut drauf und setze sehr viel um. Ja, meine Sätze, die ich spreche, forme ich mit Bedacht und mit Emotion und Umsetzungsstärke und freue mich, wenn ich, ja, dann das Ergebnis sehe. Also lass uns ergebnisorientiert denken, ja, und handeln. Ne? Ich habe hier noch weitere Sachen rausgefunden, ja, und zwar sagen viele Menschen, ja, etwas und dann ist es schon wieder schnell nicht mehr so. Es gibt also Zeiträume, in denen Vorsätze besser wirken oder einfach wieder fallen gelassen werden. Ja? Hier kann man einen Zeitraum nennen in der Umsetzung, ja, von einigen Stunden, das sind ungefähr 3%. Einen Tag sind 6%, eine Woche sind auch 6%, 2 bis 3 Wochen sind 12%, ein Monat sind 12%, mehr als 2 Monate 27% wird ja als angegeben. Ja? Und da gibt es noch welche, die sagen, ich spreche keine guten Vorsätze, das sind 20%. Und das war auf der Basis von 233 Befragten hier bei uns im Lande. Und das wurde ja zum Beispiel 2020 in so einer Studie als Ergebnis geliefert. Was sagen uns die Zahlen jetzt nichts? Die verwirren eigentlich nur. Man kann daraus reflektieren und erkennen, jo, sagen wir mal, wenn wir Dinge nicht innerhalb von 48 Stunden anfangen umzusetzen, dann fallen sie unter den Tisch. So habe ich es auf jeden Fall für mich festgehalten. Ja? Am besten ist es immer, zack, die Sachen aufzuschreiben, zack, die Dinge anzugehen und zack, die Dinge sichtbar, ja, zu präsentieren, dass man sie auch weiter bearbeitet. Ich habe zum Beispiel bei mir im Haus Hanteln mitten auf dem Weg, ja, Richtung Schlafzimmer, von der Küche, vom Wohnzimmer liegen. Und wenn ich dort öfters mal vorbeikomme, dann denke ich, oh, guck mal, da sind Hanteln, kannst du ja ein bisschen machen. Ne? Und schon bist du im Unterbewusstsein geprägt, jo, Sport ist gut, ist gesund, liegt auf dem Weg. Also da brauchst du wenig Überredungsenergie, um deine Dinge durchzuziehen und richtig zu behandeln. Hier in dem Fall ist Sport. Ja? Das ist die Bewegung, die ich immer präsentiere. Ja? Gesundheit, Bewegung, Persönlichkeit, das sind meine drei Themen, die ich immer gerne wieder nennen mag. Und hier gibt es dann halt noch die Begründung, ja, warum scheitern gute Vorsätze. Das können wir auch immer gut sagen. Warum? Weil unser Bewusstsein das so einfach macht. Wahrscheinlich hat es auch ernährungstechnische Gründe. Unser Mikrobiom ist ja der Ursprung von allem. Und da gehe ich immer gerne drauf ein. Also wenn du die falschen Sachen isst, zu viel Zucker, zu viel Mehlsachen und all sowas, ja, zu viel Dinge mit Zusatzstoffen, die uns nicht gut tun, dann sind wir im Energieniveau ziemlich niedrig. Das heißt, unsere Umsetzungskraft ist auch dementsprechend ziemlich niedrig und unsere Trägheit ziemlich groß. Umsetzungskraft ist im antiproportionalen Verhältnis, ja, zu unserer Trägheit. Je träger wir sind, desto weniger können wir umsetzen. Das ist eine ganz schön krasse, winklige Sache, die, ja, wenn da eine Kugel drauf läge, die Kugel uns erschlagen würde, Indiana Jones mäßig. Ja, weil wir nicht entweichen können. So, also schauen wir doch mal, wo unsere Mängel liegen. Ja? Liegen sie in der Disziplin, ja? Oder weil die Ziele falsch gewählt worden sind? Ja? Sind sie unrealistisch? Ja? Und was sind unsere täglichen Gewohnheiten? Führen sie uns schon dahin, nie Dinge zu vollenden? Haben wir die Aufschieberitis, wie man so schön sagt? Welche Verhaltensmuster führen dazu, die in uns verankert sind, ja, zu diesen extremen, widerspenstigen Gedanken von, nee, mache ich jetzt doch nicht mehr. Ich kann mir was anderes, Interessantes als Ablenkung geben, ja, um dann, ja, zu sagen zu können, ich habe keine Zeit mehr dafür gehabt. Nee, das mache ich später. Das schiebe ich auf morgen, übermorgen, nächstes Jahr, in 10 Jahren. Oh mein Gott, ich habe bald schon einen Termin für die Kiste. Ja, ne? Also schauen wir doch lieber mal, wie wir uns ein Dokument für uns selber erzeugen, was Aussagekraft hat, was ein Vertrag ist für unsere Seele, für unseren Tatendrang, für unsere Umsetzung. Also in die Umsetzung kommen und dann läuft das. Und es geht am besten, wenn wir so Automatismen erzeugen, einen Automatikmodus, in den wir hineinkommen und unsere Dinge abarbeiten. Denn man kann oft schon etwas vergessen. Ja, warum vergisst man es? Weil man es nicht mehr auf dem Schirm hat. Darum sind Listen ganz von Vorteil. Wenn du eine Liste zack an deiner Schlafzimmertür hast, von innen natürlich, ja, wo dann du beim Aufwachen, ja,
vorgucken kannst und sagen kannst, ey, ja genau, da war ich dran, dann hast du schon wieder für dein Unterbewusstsein ja, die nächste Aufgabe, die da schon verarbeitet wird. Ja? Und das ist eine wunderschöne Sache, wenn du dann sagen kannst, oh zack, Haken dran, ich habe es geschafft, nächste Sache gehen wir an. Und das Schwierige ist immer, dass die meisten Menschen diese Vorsätze zu hoch setzen. Ganz schön krass. Du musst dir mal vorstellen, du bist ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen mit ganz kurzen Beinen. Vielleicht hast du gerade erst das Krabbeln gelernt und dann musst du da, siehst du dann da so große Stufen und du bist hibbelig und möchtest eigentlich wissen, was dort oben ist, es erreichen, es greifen, weil ja, deine Eltern, die gehen da mit einem Schubs hoch und du möchtest auch können. Kannst du aber nicht. Also gehst du die Sache an, vorsichtig, und dann auf einmal bist du auf der halben ersten Stufe schon ja, frustriert, weil du zu viel vorgenommen hast. Ja, aber wenn du die Weisheit hättest, als kleines Kind zu sagen, ey, testen wir doch mal, ob ich diese eine Stufe hochkomme, dann mache ich erstmal eine Pause, dann gucke ich mir die nächste Stufe an und vielleicht komme ich an die nächste Stufe hoch. Wenn das passieren würde, würden wir durch diese kleinen Steps ja nachher ein viel, viel größeres Ziel viel, viel einfacher erreichen. Also setz das mal um, ja, in deinem Leben, in deiner Beziehung, in deinem Unternehmen. Einfach mal die Schritte etwas kleiner machen, dafür bedachter und drüber nachdenken, jo, was brauchst du denn überhaupt für eine Energie, für eine Kraft, um diese erste Stufe, diese erste Hürde zu machen. Und irgendwann kommst du in einen routinierten Flow, der dich ja, dazu bringt, zu wachsen als kleines Kind, ja, oder Sport zu machen oder von komischen Lastern wegzukommen, wie Alkohol, Rauchen oder der ganze schlechte Ernährungskram, ja, dieses Fastfood und so, was uns so allzu sehr träge macht. Oder wenn wir gefangen sind und denken, jo, Fernseh ist das ultimative Erholungsmedium, da setze ich mich abends gerne vor auf die Couch, hau mir was Chips und so ein Krempel rein und dann ja, bin ich am nächsten Morgen wirklich entspannt und erholt und kann dann den Tag wunderbar begeistert wieder anfangen. Also ich habe das nicht. Ich fühle mich dann immer ziemlich gerädert, wenn ich sowas machen würde noch. Ja, müde, träge, faul und deprimiert. Ja, weil du ja dauernd diesen Glücksschub brauchst, Dopamin und so ein Kram und die ganzen euphorischen Dinge, die entstehen, wenn wir uns Fastfood-Zuckerkram reinschieben. Ja, übelste Sache. Ja, sagt ja auch keiner, was da so drauf steht, die Übersetzung davon. Ne? Ja, wie bei den Medikamenten, immer aufpassen. Ne? Da steht nicht in Wörtern drauf, das Ding macht impotent oder irgendwie sowas, an die Männer gerichtet. Ja, oder das vermindert die Lust oder ja, reduziert die Männlichkeit oder ja, ist halt für die Menstruation der Frau nicht so vorteilhaft. Sowas steht da nicht drin. Ne? Fruchtbarkeit kann gemindert werden. In den seltenen Fällen steht da sowas direkt drin. Ne? Da steht nicht drin für die Menschen, jo, wenn du das Zeug nimmst, 2 von 10 bekommen keine Kinder mehr. Das steht da nur nicht drin. Das steht da irgendwie anders geschmückt. Ne? Also bleiben wir mal bei den Vorsätzen, die wir ja, umformulieren und sagen, ich habe ein gutes Gefühl bei meinen Ideen, Gedanken, die ich umsetzen werde. Schöner Wortklang, oder? Also, was kann man so als Abschluss sagen, um unsere Gewohnheiten ja, in ein neues Muster zu bringen, zu integrieren in unseren Alltag? Also, alte schlechte Gewohnheiten von Bord werfen, neue schöne Gewohnheiten aufbauen und Erfolg generieren. Was gibt es da für Tipps? Ich würde sagen, fang wirklich bei der Gesundheit an. Tausche Dinge aus, die du gerade für richtig hältst, austauschen zu können, ohne frustriert zu werden. Wenn du sagst, ich möchte weniger Kaffee trinken, dann schau doch mal, ja, was es für Alternativen gibt, die dir eventuell eine Unterstützung geben. Ich habe zum Beispiel als Kaffeealternative ja, den puren Rohkakao für mich entdeckt. Und dieser Rohkakao ist perfekt, denn er hat sehr, sehr wachmachende energetische Eigenschaften in sich. Da sind auch Inhaltsstoffe drin, Mikronährstoffe, Mineralstoffe, die ja, das Defizit in uns lösen, also das Defizit auffüllen, die Depots füllen. Und so kann ich wacher, klarer einen Tag starten. Das Riechen an diesen Kakaonips, die ich auch noch bestellt habe, absolut der Hammer. Und wenn ihr wissen wollt, wovon die sind, einfach mal in die Bio schauen. Ne? So, und weiter geht's. Wenn du Sport machen willst, kannst du das einfach machen, indem du sagst, hey, ich packe mal die Tasche, ich nehme mal die Schuhe und dann gehe ich mal vor die Türe. Ne, mit Autoschlüssel und dann fahre ich ins Fitnessstudio oder ich möchte joggen gehen oder ich möchte aufhören Werbung oder sowas zu bekommen, ne, dann ist es einfacher, ja, die Dinger zu deabonnieren, ja, wenn du es langsam angehst, ja, aber Stück für Stück, du musst ja nicht alles an dich ranziehen, die ganzen Abos auf einmal kündigen, aber fang mal an bei einer Sache, da kannst du sagen, oh, das brauche ich ja gar nicht mehr, diese Versicherung brauche ich nicht mehr,
Ja, wieso habe ich die überhaupt? Diese Versicherung brauche ich ja nicht mehr. Dann lassen wir sie weg. Ja? Und dann beschäftigst du mich, wie kann man das machen? Ne? Und wartest nicht so lange, bis alle Sachen ja, irgendwie sich aufstapeln und dich begraben unter irgendwas. Ne? So, wo sind wir denn noch? Und wenn man dann den Alltag mit wunderbaren, erfolgsorientierten Momenten gefüllt haben, dann sind wir doch in der Lage, ja, ein Wohlgefühl zu erzeugen, ja, den, ich sag mal, Verzicht selber zu steuern. Was möchte ich jetzt? Möchte ich jetzt hier ein Heilfasten durchziehen? Und dieser Verzicht ist ja sehr, sehr wohltuend für unseren Geist, für unseren Körper. Ja, und dann lernst du auf einmal Blickwinkel wahrzunehmen, die dir ein neues Wachstum erzeugen, ja, in deinen alltäglichen Routinen. Ja, bau dir ein Workout auf, was du ja, in verschiedenen Etappen umsetzen kannst. Denn oft nimmt man sich vor, ey, ich möchte auch 100 Liegestütze machen, 50 Klimmzüge und ich möchte einen Marathon laufen. Ja, klar, ne? Fang mal lieber klein an. Ich hing früher als kleiner dicker Junge an der Stange im Kuhstall und war davon geträumt, einen Klimmzug zu machen. Und was siehe da, was jetzt kann? Jetzt kann ich meine Beine sogar hochheben, während ich mich die Stange hochziehe und nach oben strecken und so ein Kram. Auf jeden Fall ziemlich gut, finde ich ganz gut. Ne? Also es geht immer einen Schritt mehr, ja, aber wenn man zu übertreibt, dann wird man direkt gestaucht und das sollten wir uns mal bewusst machen, ja. Denn man sollte sich selber kennenlernen, seine eigenen Grenzen wissen und auch wissen, wie stark man zu strapazieren ist. Sonst gibt es Migräne, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle. Habe ich schon alles ziemlich durch. Ne? Auf jeden Fall kann ich dir sagen, du wirst nur athletisch in deiner Umsetzung, wenn du dir die richtigen Maße setzt, Maßstäbe in Bezug zu deinen Zielen. Vorsätze sagen wir nicht mehr, wir sagen jetzt Zielen. Zwischenziele, Etappen, ja. Und dann hast du natürlich schon eher eine Garantie dafür, dass du die Dinge auch durchziehst. Für den nächsten Tag, für die nächsten Wochen. So kann man es sagen. Ja? Achtet mal drauf. Ich hatte früher sehr viel Fett, auch sehr giftiges Fett. Ich habe gemerkt, als die letzten alten Fettzellen sich aufgelöst haben, dass ich hibbelig wurde, aggressiv und ich wusste nicht warum. Mein Umfeld war alles super schön angenehm. Und dann habe ich es nachgelesen und mich gefragt, jo, kann das daran liegen? Ja, tatsächlich, das liegt an dem Fett, an den Gefühlen, die da drin gespeichert sind, an den schlechten, ja, Schwermetallkrempel, der da drin ist und alles andere. Ja, und als das raus war, ich noch so ein paar Entgiftungssachen gemacht habe, wow, die Welt ist viel, viel schöner und bunter. Ja, wirklich wahr. Wenn man depressiv ist, den ganzen Körper vergiftet hat, sieht man die Welt grauer, schwächer und unattraktiver. Und wenn du das aufgeschafft hast, du mehr Energie hast, kommst du mehr ins Leben, mehr in die Blüte, mehr in die Potenz, in die Vitalität und dann findest du auch in deine Männlichkeit zurück, in deine Weiblichkeit zurück oder auch den richtigen Partner. Ne? Kommt immer darauf an, ja, wie man quasi mit seinen Energiepotenzialen umgeht. Ne? Nutzt man das Energiepotenzial, um zu Hause zu sitzen und sich manche Filmchen reinzuziehen oder nutzt man das Energiepotenzial, um rauszugehen, sich zu entwickeln und ja, das war der Hund. Ne? Und ja, eine Freude zu erzeugen, auch im Gegenüber ins Gespräch zu kommen. Ganz, ganz wichtig. Hast du dir vorgenommen, fürs nächste Jahr gesprächiger zu werden, mit den Menschen mehr zu interagieren, dann fang bei der Gesundheit an. Dann wirst du von alleine die Welt bunter sehen und Interesse haben an dir und deinem Umfeld. Ne? Genau. Viele haben auch den Vorsatz, ja, mehr Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen, mehr zu schlafen. Ja? Und das sind ja schon Vorsätze, die viele Menschen nicht hinbekommen, weil sie selber die Grenze setzen. Ja, muss ich das jetzt hier noch gucken? Die Serie ist ja gerade so spannend. Boah, mein Gott. Teil 2 folgt in Kürze. Das, was du hier neben unter den Kopfhörern geschrieben siehst, ja, das ist aus einem anderen Beitrag. Bis später. Ciao.